knapp 15.000 Kilometer auf hoher See liegen hinter uns, als wir im Morgengrauen Kapstadt erreichen. Auf dem Handelsweg nach Indien war die Region um das Kap der Guten Hoffnung ein wichtiger Ruhepunkt für alle reisemüden Seeleute. Um Skorbut zu bekämpfen, den akuten Vitamin-C-Mangel der Matrosen, wurden hier Gemüsegärten angelegt, um die Mannschaften mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen. Bis heute gilt das Kap als fruchtbare Region. Mit der MS Amadea fahren wir vorbei an Robben Island, der Insel, auf der Nelson Mandela während der Apartheid über 27 Jahre gefangen war, und werden dann vom Schlepper in den Passagierhafen gezogen. Hier werden wir dem Vorbild der historischen Seeleute folgen und ebenfalls eine viertägige Ruhepause einlegen. Die MS Amadea hat gerade an der Waterfront, einem der schönsten Häfen hier in Kapstadt, angelegt. Und momentan ist das Wetter noch etwas diesig, aber wir hoffen doch, dass es in den nächsten Stunden hier wieder aufklaren wird. Kapstadt gehört für Experten neben Sydney und Vancouver zu den schönsten Hafenstädten der Welt. Und hinter mir sehen Sie schon den Tafelberg, eines der Wahrzeichen dieser südafrikanischen Stadt. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir die Naturreservate, die besonderen Orte, die mit Natur und Ruhe zu tun haben, hier in dieser Millionenstadt zu besuchen. Die bekannteste Oase von Kapstadt ist nur wenige Kilometer entfernt und dank Schweizer Seilbahntechnik bequem zu erreichen. Die Bergbahn auf den Tafelberg feiert in diesem Monat ihr 80-jähriges Jubiläum. Während es in den ersten Jahrzehnten noch etwas rustikaler zuging, gibt es seit 12 Jahren eine Hightech-Gondel, die sich während der Fahrt einmal um 360 Grad dreht. Trotz aller Instruktionen versuchen es heute einige nette Damen aus Italien, sich vergeblich an der Reling festzuhalten. Mit einer Geschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde geht es rasant aufwärts. Das Panorama während der Fahrt ist filmreif. Oben angekommen habe ich wirklich das Gefühl, auf einer Tischplatte über Kapstadt zu stehen. Der Blick ist grandios und die starken Winde auf dem Tafelberg sind es auch. Alles, was nicht festgebunden ist, wird mit dem nächsten Windstoß weggeblasen. Und dann beginnt, nur wenige Minuten von der Bergstation entfernt, eine Naturoase, die auch gestresste Kapstädter schnell den Alltag vergessen lässt. Die zweite Erholungsoase findet man in Kapstadt in einem der zahlreichen Weingüter. Bereits 1659 wurde in Südafrika der erste Wein gekeltert. Doch durch die fehlende Erfahrung misslang dies anfangs häufig. Deshalb startete 20 Jahre später mit Simon van der Stel, ein profunder Weinliebhaber, den professionellen Weinanbau in Kapstadt. Er legte auf seiner Farm das 750 Hektar große Weingut Constantia an. Mich fasziniert noch heute das stattliche Herrenhaus im kapholländischen Stil. Mitten durch die Weinberge führt eine lange Baumallee. Sie bietet auch im Sommer Schutz vor der Hitze. Constantia wurde in der Folgezeit berühmt durch seine Dessertweine, die vor allem bei Europas Aristokraten sehr geschätzt wurden. Die dritte Oase, die ich Ihnen heute in Kapstadt vorstellen möchte, befindet sich auf der Kap-Halbinsel, nur wenige Kilometer südlich.
Mit einem Boot fahren wir vom Fischerdorf Hood Bay auf den Atlantik hinaus. Ein starker Wind sorgt für eine dynamische Achterbahnfahrt. Doch die Seefahrt lohnt sich. Auf Seal Island tummeln sich Hunderte von Seehunden und ahnen sich in der Mittagssonne. Für mich ist das ein Naturschauspiel der besonderen Art, bis auf den Gestank, den ich Ihnen an dieser Stelle nicht näher beschreiben möchte. Doch auch das gehört für mich zum Abenteuer Afrika. Nächste Woche geht die Reise weiter. Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter typakademie.de.